Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Verwirrung um Impfstoffdeckung. Immer mehr Kliniken im Notmodus. Und erste Weihnachtsmärkte eröffnet. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 22. November. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Probleme durch die Deckelung der Lieferungen von BioNTech-Impfstoff an Arztpraxen eingestanden. Am Montag sprach er davon, dass ihm bewusst sei, dass die kurzfristige Umstellung zusätzlichen Aufwand und Stress bedeute. Durch die BioNTech-Höchstabgabenmenge wolle man verhindern, dass Impfstoff von Moderna verfalle. Ich denke, wir sollten keine Maßnahmen unternehmen, die dazu führen, dass das Impfen nicht in der notwendigen Intensität fortgesetzt wird. Sprich, aller Impfstoff, der da ist, muss auch zur Verfügung gestellt werden. Moderna und BioNTech sind gleichwertige Impfstoffe, ohne Frage. Aber nichtsdestotrotz, es darf nicht zurückgehalten werden, was dazu führt, dass dann die Impfung in irgendeiner Weise stagniert. Nach der Universitätsklinik Charité und Vivantes sagen nun auch alle anderen weiteren Berliner Krankenhäuser ihre planbaren Operationen vorerst ab. Am Sonntag bestätigten die DRK-Kliniken und die kirchlichen Krankenhäuser, dass der Schritt aufgrund der steigenden Zahl an Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen notwendig werde. Ja, die Lage in den Krankenhäusern ist sehr viel dramatischer, als wir sie uns alle gewünscht haben. Die Krankenhäuser haben die geplanten Operationen weitgehend absagen müssen, verschieben müssen. In Deutschland finden schon Umverlegungen statt, gerade in den Bundesländern, in denen die Impfrate so niedrig ist wie in Bayern und in Sachsen. Und es ist scheinbar eine extrem angespannte Lage und ich höre das auch aus den Krankenhäusern, dass es sehr ernst ist und wir dringende Einschnitte in den Krankenhäusern haben, um die versorgen zu können, die es dringend nötig haben. Berlin kann bei seinen Plänen, das Vorkaufsrecht für den Milieuschutz durch ein Bundesgesetz zu erhalten, auf breite Unterstützung zählen. Wie der Tagesspiegel berichtet, wird das Vorhaben von allen Bundesländern außer Bayern unterstützt. Das Bundesverwaltungsgericht hatte die bisherige Vorkaufspraktik zuletzt als unrechtmäßig erklärt. Innensenator Andreas Geisel hat Einspruch gegen Teile der Abgeordnetenhauswahl eingelegt. Nun prüft der Verfassungsgerichtshof, ob in den einzelnen Wahlkreisen eine Wiederholung stattfinden muss. Am Superwahltag kam es in Berlin zu zahlreichen Pannen. Vergangene Woche hatte der Bundeswahlleiter Georg Thiel bekannt gegeben, in 6 Berliner Wahlkreisen der Bundestagswahl ebenfalls Einspruch einzulegen. Die designierte neue Landesregierung aus SPD, Grüne und Linke will die S-Bahn vom Bund abkaufen. Wie Linken-Spitzenkandidat Klaus Lederer mitteilt, habe man sich darauf in den Koalitionsverhandlungen geeinigt. Außerdem plane man, ein landeseigenes Eisenbahnunternehmen zu gründen, welches sich an Vergabeverfahren beteiligen könnte. Trotz steigender Corona-Zahlen öffnen an diesem Montag die ersten Weihnachtsmärkte in Berlin. Unter anderem an der Gedächtniskirche und am Roten Rathaus besteht dabei eine Maskenpflicht. Bei anderen Weihnachtsmärkten wie dem in der Zitadelle Spandau oder am Gendarmenmarkt gilt 2G. Zahlreiche Märkte waren zuvor aber auch abgesagt worden. Hertha BSC Sportgeschäftsführer Freddy Bobic hat angekündigt, dass die Spieler nach der Derby-Pleite unter besonderer Beobachtung stünden. Samstag konnte sich Union Berlin im Heimspiel deutlich mit 2-0 gegen die Hertha durchsetzen. Die Eisernen springen dadurch auf Tabellenplatz 5 und liegen nur einen Punkt hinter Bayer Leverkusen auf dem 4. Platz. Die Gesundheitsverwaltung meldet für Montag 104 Corona-Neuinfektionen in Berlin. Die Corona-Ampel der 7-Tage-Inzidenz zeigt rot. In einer Woche haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet 338 Berliner infiziert. Die Krankenhausintensivbetten sind zu 17,6% mit Covid-Patienten belegt. Und damit zu den Wetteraussichten. Die Nacht zum Dienstag wird wolkenlos bei Temperaturen knapp über dem Nullpunkt. Der Dienstag wird bei um die 8 Grad grau mit nur vereinzelten Lücken in der Wolkendecke. Die erste Wochenhälfte bleibt dann weiter trüb, Mittwoch wird es komplett wolkenbedeckt. Am Donnerstag lockert der Himmel leicht auf, die Temperaturen sinken allerdings deutlich. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.